Dies ist die Geschichte vom Jurifex, die Ihnen ich erzählen will jetzt. Sie ist ein bisschen kompliziert, ich hoffe, dass Ihnen nicht schwindrig wird. Die Sache, die ist nämlich die, ich bin liiert mit der Marie. Sie wohnt schon seit ein Jahr bei mir und ab und zu werde ich intim mit ihr. Sie werden jetzt fragen, was ist ein Jurifetz? Also, ohne ihr Gefühl zu verletzen. Das ist ein Tierchen, bitte sehr, was man nimmt nach dem Geschlechtsverkehr. Man sollte es also nicht benutzen, zum Schuhe oder Fenster putzen. Man hat's halt liegen, griffbereit, unterm Bett ist's wieder an der Zeit. Doch gestern war das Fetzerl weg, nicht aufzufinden, in kein Eck. Ich greif mir unterm Bett, ich such nur eine in einem Wurzdum Loch. Bei uns wird nämlich nie gesaugt, weil der Marie das nicht so taugt. Statt saugen tut sie lieber wetzen, deswegen brauch ich den Jurifetzen. Oh Marie, wo ist er hin? Bin ich blind, dass ich ihn nicht find. Gestern noch war er doch da. Oh Marie, wo ist er nur hin? Ich hab den Fall dann aufgedeckt, sie hat das Fetzerl gut versteckt. Hygienisch liegt sie voll im Trend, obwohl sie putzt sie nicht dezent. Doch meiner Jurifetzen hat's, wie sagt, gerettet vor der Katz. Weil die er ansonsten gefressen hat. Naja, das Viecherl ist nicht blöd. Hab den Jurifetzen gesucht, mein Schädel angehaut und geflucht. Und der Marie war's auch schon zu blöd, weil ohne Fetzen tue ich's nicht. Am Schluss schau ich zufällig noch im Eiskasten, im Tiefkühlfach, wo drin mein Jurifetzen war, starrhart, vereist und unbrauchbar. Oh Marie, wo ist er hin? Bin ich blind, dass ich ihn nicht find. Gestern noch war er doch da. Oh Marie, wo ist er durch? Und jetzt alle, oh Marie, wo ist er hin? Bin ich blind, dass ich ihn nicht find. Gestern noch war er doch da. Dies war die Geschichte vom Jurifetz, die Ihnen ich erzählen wollte jetzt. Sie war gar nicht so kompliziert, dass man dabei den Faden verliert. Doch was man aus so Geschichten lernt, nicht gut ist, wenn man was entfernt, was man des Öfteren doch verwendet. Und damit ist das Lied zu Ende.